wunderschönen guten Tag hier aus Nürnberg nach der Sommerpause. Und mein erster Gast nach der Sommerpause ist, ich war gestern in seiner Vorstellung, der Kabarettist Severin Brückner. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ösi heißt das, ne? Das, was du bist. Ja, ich liebe dieses Wort sehr heiß. Ne? Also mir ist persönlich Schluchtenscheißer lieber. Wenn schon ein ordentliches Schimpfwort, aber Ösi, das ist ja nichts. Das klingt nach einem nicht ganz kompletten Fußballer. Dein Programm heißt, dein aktuelles Servus, Piefke. Ja. Was ist Piefke? Piefke ist der liebevolle Ausdruck, den die Wiener sich ausgedacht haben für die Deutschen. Kommt aus dem deutsch-preußisch-österreichischen Krieg. Da gab es einen Herrn Kapellmeister, der hieß Piefke. Und der, nachdem die Österreicher besiegt waren, hat er für die Österreicher Musik gespielt. Und das war den Wienern, haben sie gedacht, na super, jetzt erst besiegen sie uns und dann spielen sie in so einer Militärkapelle vor. Und dann wurde halt Pass pro Toto der Name des Herrn Piefke auf alle Deutschen umgelegt. Es ist ungefähr das, was der Bayer Preis nennt. Ich habe mir das Programm gestern angeguckt. Also zusammenfassend für diejenigen, die das noch nicht kennen. Du rennst durch Deutschland, tourst sehr erfolgreich, indem du eines machst, du beschimpfst 2 Stunden lang die Deutschen auf der Bühne. Und die applaudieren dann auch noch und kaufen wie wild deine Bücher und CDs. Was machst du richtig und wir falsch? Also, ich weiß nicht, was die Deutschen falsch machen, da sollen sie selber drüber nachdenken. Und ich glaube, ich beschimpfe sie auch nicht, das ist nur ein bisschen. Ich versuche es zumindest auch gleichzeitig, die Österreicher und die Wiener im Speziellen genauso zu beschimpfen. Also ich versuche, die Watschen fair aufzuteilen, 50-50, dass jeder gut gebeutelt nach Hause geht. Und es ist halt... Erstens ist die Beschimpfung ja seit Thomas Bernhard durchaus eine Kunstform, beziehungsweise auch bei Gerhard Polt. Der kann ja auch gut vom Leder ziehen und die Leute lieben es. Und zweitens versuche ich ja mehr ein bisschen zu verarschen. Also wenn man Sachen überspitzt darstellt, hilft das ja auch bei der Erkenntnis vielleicht, bei der Selbsterkenntnis nicht. Und das ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Insofern ist es eine Hilfestellung. War das so eine Art Auftrag der österreichischen Regierung oder irgendwie? Du hast jetzt auch für diesen österreichischen Angriff hast du bekommen den österreichischen Kabarettpreis. Ja, das sind die Seltsamkeiten der Wirklichkeit. Also man macht den Bock als Österreicher, nach 10 Jahren ist man im Ausland, in Deutschland und macht ein Programm über die Deutschen und dafür bekommt man den österreichischen Kabarettpreis. Wer versteht das? Ich habe mich sehr gefreut und freue mich immer noch sehr drüber, aber verstanden habe ich es nicht wirklich. Aber es ist schön. Vielleicht auch, weil sie sich denken, die Österreicher, mei, das hat er jetzt aber schön gemacht, denen hat es aber gut gegeben. Aber dann haben sie vielleicht auch die Sachen, die ich über die Österreicher gesagt habe, in dem Programm nicht so ganz verstanden oder wollten sie vielleicht nicht ganz verstehen, man weiß es nicht. Du bist vor ein bisschen über 10 Jahren nach Deutschland gezogen, aus Österreich, und lebst in Frankfurt. Das verstehe ich nicht. Wie kommt das? Ja, das verstehen viele nicht. Frankfurt, der Liebe wegen. Also ich bin zuerst von Wien nach München, von München nach Mainz. Und Mainz war mir dann, ich bin eine Großstadtpflanze, Mainz war mir einfach ein bisschen zu klein und zu pittoresk und zu lieblich. Und deshalb bin ich dann in das ein bisschen weniger pittoreske, ein bisschen weniger liebliche Frankfurt gezogen, wo ich mich sehr wohl fühle. Ich mag Frankfurt sehr gern. Ich halte es für die kleinste Metropole der Welt. Und das hat alles, was eine Großstadt braucht. Hochhäuser, Museen, kulturelles Leben, Dreck, drogensüchtige U-Bahnen, was man alles braucht. Und ich mag die Art von den Frankfurter. Die hat diese gute Mischung zwischen der süddeutschen, sagen wir, Gemütlichkeit, ne, und aber schon dieser preußischen, wir kriegen Dinge auf die Reihe. Und das ist da, Frankfurt ist da, glaube ich, eine gute Mischung. Obendrein, gleich ums Eck, wächst wirklich sehr guter Riesling im Rheingau. Und das ist ja auch, ich trinke gerne einen Riesling. Das ist quasi die Ersatzdroge für den grünen Veltliner. Ich mache das gerne. Magst du diese Kaffeehausatmosphäre? Die haben wir jetzt in Nürnberg. Ja, also für ich will nichts sagen gegen. Ich liebe Kaffeehäuser. Also da bin ich ganz Wiener. Also ohne ein gescheites Kaffeehaus kann ich ja nicht wirklich existieren. Weil das Kaffeehaus ist wie der
ich weiß nicht, irgendein großer österreichischer Dichter, ich weiß gerade nicht welcher, ist, ich glaube, der Peter Altmann. Gab es mehr? Ja, viele. Und alle im Kaffeehaus. Ne? Der hat gesagt, Kaffeehaus ist wunderschönes, weil man ist nicht zu Hause und doch nicht an der frischen Luft. Und das ist das Schöne am Kaffeehaus. Und jetzt, man kann da wunderbar arbeiten. Also, jetzt wirkt das ein bisschen so, wie, weil ich es so beschrieben habe, dass du wirklich mit der Holzhammer-Methode aufs Publikum einbrischst. So ist es ja nicht. Du hast ja danke, dass du das richtig stellst. Subtile Momente. Mir ist gestern aufgefallen, ein Grund mehr, wieso sich alle mal das antun sollten, einen Abend mit dir. Zwischen den vielen tollen Himmelhochjauchzen, super Momenten gab es mal ein Stück, das du gesungen hast, über die deutschen Medien, das deutsche Fernsehen und der Umgang mit der Geschichte. Mhm. Da war Ruhe im Publikum und ich fand, das Stück wurde auch nicht so honoriert wie die anderen. Aber das war das Beste, wie ich empfand. Dankeschön. Ich hatte das Gefühl, du willst das singen. Nicht, weil es erfolgreich ist, sondern weil du es willst. Ja, genau, das ist es. Also, ist das der künstlerische Anspruch? Warum machst du das? Ja, das ist, also, ich bin gern lustig auf der Bühne, ich mache meinem Publikum gern Freude, aber es geht halt auch noch um ein paar andere Dinge, die ich auch loswerden will, weil ich finde, sie müssen gesagt werden. Und dann versuche ich das halt in ein Kleid zu packen, dass die Leute es rezipieren können. Ob sie es dann mögen, ist halt die andere Geschichte. Das weiß man nicht, ob sie es wirklich mögen. Aber ich bin ja nicht nur Dienstleister. Ich habe schon auch einen künstlerischen und einen inhaltlichen Anspruch. Und ich finde, das müssen sie sich dann anhören. Und wenn sie sagen, da gehe ich nicht mehr hin, gut, dann gehen sie halt nicht mehr hin. Aber sie waren mal da und haben es gehört. Und das ist ja das Wichtige. Wie gesagt, ich finde das mutig und wirklich sehenswert und das war sehr hörenswert. Dankeschön. Wenn ich dich jetzt schon so lobe... Mach nur weiter. Das hätte ich nicht kann ich gedacht. Stundenlang zuhören. Ich war vielleicht 20 Mal dieses Jahr im Kabarett. Zum ersten Mal nach einem Interview mache ich eines, nämlich hier die Website zu diesem Künstler, hier die Tourdaten zu diesem Künstler und hier das Buch und die CD zu diesem Künstler. Ich kann euch alles wirklich wärmstens empfehlen. Beeindruckend und ganz toll. Das habe ich nie gemacht, weil ich ja neutral bleibe. Aber dankeschön, dann scheint es dir wirklich gefallen zu haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe. Bitte um drei kurze Assoziationen. Leihwand. Leihwand, ein wunderbares Wort. Das Wort der Wiener schlechthin. Und es ist nur vom Wiener korrekt auszusprechen. Alle anderen kriegen es nicht richtig hin. Bitte sich das zu merken. Jörg Haider. Tod. Ja. München. Eine schöne Stadt, wunderbares Bier, teilweise sehr nette Menschen, hab da sehr gern gelebt, aber für mich war es nicht der richtige Platz. Ist München für dich Deutschland, Bayern oder Österreich? Naja, es ist natürlich Bayern, aber es ist so richtig Bayern ist es ja auch nicht. Es ist so wie ein bisschen wie Berlin ist nicht Deutschland und Wien ist nicht Österreich. So ist auch München nicht nur Bayern, sondern auch ein eigenes Biotop. Und da glaube ich, der Kreisky, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, hat einmal gesagt, er ist sehr gern in Bayern, weil er ist nicht mehr in Österreich und noch nicht in Deutschland. Und das ist umgelegt auf München auch schön, man ist noch nicht in Deutschland, nicht mehr in Österreich, aber auch nicht wirklich in Bayern. Also das ist, ich mag München sehr gern, ist ein schönes Weltendorf. Ja, kann ich nur empfehlen. Und nur die Wohnungspreise sind ein Horror. Bald in Berlin auch. Ja, das geht, die zieht dir überall an. Also. Ich danke dir für dieses Gespräch und ich hoffe, wir wiederholen das. Sehr gerne. Beim Café, womöglich in Wien, in Frankfurt, Berlin irgendwo. Genau, in Wien kann ich da schönes Café auszeigen. Ja, dankeschön. Ich danke. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Wie erwähnt, das Buch und die CD auch im Tombus 4 Shop erhältlich. Und mein nächster Gast ist... kurz nach der Bundestagswahl. Mr. Dax, Dirk Müller, bis zum nächsten Mal.